willkommen zu einem neuen Video. Heute gehen wir in Zermatt Skifahren oder Snowboarden besser gesagt. Mal ganz was Neues im Frühling noch Skifahren. In Zermatt ist ja das ganze Jahr möglich auf dem Gletscher. Was speziell ist, die Tage bleiben länger hell. Ende April, es ist viel wärmer unten im Dorf und sehr spannend. Es hat auch nicht so viele Skifahrer oder andere Touristen wie sonst im Winter oder im Hochsommer. Ja, wir schauen mal, wie das da oben aussieht. Die Schneeverhältnisse sind recht gut und das Wetter wechselt so gerade. Es hat gestern noch geregnet, oben natürlich geschneit und das Wetter klärt sich gerade auf. Hinter mir Zermatt und das Matterhorn oben sieht man noch nicht, das ist noch in den Wolken, aber es soll durch den Tag klar werden und aufmachen. Oben sieht man schon den Schnee, auch schon blauer Himmel, also die Skipiste ist vermutlich schon in der Sonne. Vor uns ist das Matterhorn, hier ist die Station Schwarzsee und die Türen schließen gerade. Ja, das ist das weltberühmte Matterhorn, noch in den Wolken, aber ich denke, das wird sich noch aufklären. Auf jeden Fall, das Wetter hier ist schon traumhaft schön, blauer Himmel. Am Morgen ist es üblicherweise noch ein bisschen mit Wolken durchzogen, aber das wird sich dann hoffentlich noch klären. Wir sind an der Station Trockener Steg angekommen. Von hier fahren wir los. Die anderen Bahnen sind noch nicht offen. Am Morgen früh ist es sowieso noch besser, weiter unten zu fahren, denn am Nachmittag wird es bei der steigenden Temperatur zunächst immer etwas weicher im Schnee. Deshalb gehen wir dann am Nachmittag eher hoch. Auf jeden Fall, ja, das Wetter ist gut, Schnee ist frisch und Matterhorn ist leider immer noch in den Wolken.
wir fahren jetzt mal Richtung Zermatt. Hier ist die Piste noch ein bisschen mit Neuschnee übersät, aber wir schaffen das schon mit dem Snowboard. Ist Tiefschnee eh kein Problem, eher eine Freude als ein Problem. Deshalb, let's go! Zermatt ist unten. Ich hoffe, man sieht das auf der Cam. Hier ist der Schnee schon recht weich. Es hat Neuschnee darüber von gestern. Aber generell ist er schon sehr weich hier unten. Aber lässt sich immer noch gut fahren. Okay, der Bach ist ein bisschen. Ich muss das Brett heute Abend noch frisch einwachsen, dann geht es auch wieder besser. Aber das ist richtig cool. Frühling und noch eine Piste durch den Wald. So, jetzt müssen wir Geschwindigkeit aufbauen. Direkt von hier könnte man zu dieser Hängebrücke. Es gibt einen Fußweg im Sommer und von dort zum Gletschergarten. Aber hier kommen wir zur Station Fury. Nicht das Pferd, sondern Fury mit U geschrieben. Ah, wie geil ist das? Frühlingssonne und Schnee. Ich glaube, am Nachmittag wird das hier nicht mehr so gut gleiten.
So, und von hier geht's wieder hoch. So, wir sind jetzt auf dem kleinen Matterhorn. Das Wetter hier ist offen, perfekt. Leider ist das Matterhorn immer noch in Wolken gehüllt, wie das so oft der Fall ist. Ich hoffe, man sieht das hinter mir. Vielleicht gehe ich am Nachmittag mal noch auf diese Aussichtsplattform ganz oben. Der höchste Punkt ist 3883 Meter hoch, auch sogar höher als das Jungfraujoch. Aber wir fahren jetzt mal da runter. Ich schaue, ob ich nach Cervinia rüberkomme. Sonst geht es halt wieder runter Richtung Trockener Steg, Zermatt. Aber am Nachmittag oder morgen möchte ich schon mal da hochgehen. Ich hoffe, oder meistens ist es so am Nachmittag besseres Wetter, aber mal schauen. Richtig frischer, weicher Schnee. Perfekte Piste. So, jetzt müssen wir Tempo aufbauen, dass wir da rüberkommen. So, wir betreten bald italienischen Boden. Hier ist das Skigebiet von Cervinia und neu wird das mit einer neuen Seilbahn erschlossen, auch zum kleinen Matterhorn da oben. Diese ist immer noch im Bau, vielleicht Sommer 2023 fertig, ich weiß es nicht. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Jetzt geht's nach Italien. Skigebiet Cervinia. Das erste Mal auch für mich. Aber sieht schon mal bombastisch aus.
riesengroße Piste, Neuschnee. So, wir sind in Cervinio. Von da oben geht es jetzt runter. Auch für mich das erste Mal im Ostertal, aber scheint riesengroßes Gebiet zu sein. Sieht hammermäßig aus, schön Sonne, große Pisten, frischer Schnee von gestern. Einfach perfekt. Und das. So, ich weiß nicht, die Kamera stellt immer wieder ab. Auf jeden Fall da oben ist die Bergstation Cervinio. Wunderschöne Pisten, alles neuer Schnee von gestern. Nicht so viele Leute und das für Ende April. Einfach nur Hammer. Oh, die GoPro stellt leider immer wieder ab. Ich weiß nicht, ob es zu kalt ist oder was auch immer. Ich filme mich mit dem Handy halt ein bisschen. Und schaut euch dieses Traumwetter an, Traumverhältnisse Ende April. Fast keine Leute. Echt geil. Ein riesen Skigebiet. Ich war auch noch nie da. Immer noch auf der Matterseite. Aber da gehen wir jetzt mal ein bisschen die Pisten ausfindig machen. Das ist die Ortschaft Cervinio. Die Fenster sind leider ein bisschen zerkratzt. Aber es ist auch ganz schön gebaut. Sieht hübsch aus. Große Parkplätze, all die Italiener kommen hier zu Skifahren. Und wir gehen wieder ganz nach oben. Da oben müssen wir wieder hin. Und mal schauen, was es hier sonst noch für schöne Pisten gibt. Blick zurück zur Talstation. Hier noch ein schöner Blick auf die wunderschönen Pisten von Cervinio. Aus irgendwelchen Gründen versagt die GoPro, sie stellt immer wieder ab. Wow, ich bin echt überrascht, wie groß dieses Skigebiet ist. Traumhaftes Wetter, traumhafte Schneeverhältnisse. Das ist die erste Station, wenn man mit der Gondelbahn hochkommt. Ich weiß jetzt nicht den Namen im Detail. Aber das ist einfach nur riesig und geil und vor allem was das Geilste ist, die haben hier Picknickstationen. Kann hier picknicken? In der Schweiz kannst du nur in ein Restaurant, da darfst du nichts mitnehmen. Es sei denn, du isst irgendwo auf der Piste. Alles hier ist Skigebiet. Ein Riesending. Und da oben, da ist das kleine Matterhorn und hier die Station, wo man von der italienischen Seite wieder hoch kann. Ich gehe jetzt mal mit dem Sessellift hier hoch zum Teodul-Gletscher. Mal schauen, ob man von dort auch wieder zurück in die Schweiz kann oder ob man hier über die Seilbahn hochgehen muss. Das Matterhorn ist jetzt auch endlich frei. Das ist die Rückseite vom Matterhorn oder zumindest die italienische Seite. Dieses Skigebiet ist einfach hammermäßig. Letzte Aprilwoche und beste Verhältnisse, bestes Wetter. Wir fahren jetzt hoch mit diesem Lift zum Teodul-Pass. Dort ganz oben ist der Teodul-Pass und auch der Beginn vom Teodul-Gletscher. Der rechte Gipfel ist das kleine Matterhorn und dann da oben Breuil Cervinio, die Schweizer Grenze. Einfach nur riesig,
riesig hammermäßiges Skigebiet. Jetzt ganz im Zentrum von Bild ist das kleine Matterhorn gut zu sehen, auch mit der neuen Seilbahnstation, die von Cervinio hoch kommt. Die Seile sind alle schon gezogen und ich vermute mal, dass das vielleicht im Sommer dieses Jahres fertig sein wird oder zumindest dann Beginn 2024. Auf jeden Fall kann man dann hier von Cervinio direkt hoch zum kleinen Matterhorn und muss nicht runter auf die Zermatter Seite und von dort hoch. Somit sind dann beide Skigebiete durchgängig erschlossen, auch sogar grenzüberschreitend von Italien nach der Schweiz. Wir sehen jetzt endlich das Matterhorn in voller Pracht hier auf der Theodulhöhe, wo wir gerade angekommen sind. Da drüben ist die Schweizer Seite, Zermatt. Hier das kleine Matterhorn mit den neuen Stationen von der Seilbahn. Und mit dem Skigebiet hier von Breuil-Cervinio. Wir haben den höchsten Punkt von Cervinio erreicht, dem sogenannten Plateau Rosa. In der Mitte vor uns ist das kleine Matterhorn mit der neuen Bahn. Jetzt schauen wir uns mal das gigantische Panorama von Cervinio und dem Austertal an. Ganz weit hinten noch das Mont Blanc Massiv. Was natürlich nicht fehlen darf, ist das Matterhorn. Jetzt hier von der anderen Perspektive, die man nicht so gewohnt ist. Nicht diese typische Schweizer Matterhorn-Perspektive. Aber wir sind hier auch in Italien und gehen jetzt wieder zurück hier auf die Zermatter Schweizer Seite. Hier ist die neue Bahn, die noch im Bau ist, die dann dieses Plateau Rosa mit dem kleinen Matterhorn verbindet. Sie sieht man schön, die Seile sind alle schon bereit. So, wieder zurück auf der Schweizer Seite. In der Mitte das kleine Matterhorn. Traumhaftes Wetter. Traumhafte Pisten, nicht so viele Leute. Und hier endlich das Matterhorn, komplett frei von Wolken, so wie man es erwarten würde. Die Schweizer Ikone vom Berg. Und schaut euch diese Pisten an. Völlig leer, also ein paar wenige Ameisen fahren hier runter. Sogar Pulverschnee, neuer Schnee von gestern Nacht oder gestern tagsdurch. Und hier ein Snowpark. Es könnte nicht besser sein, wirklich, es könnte nicht besser sein. So, wir sind jetzt am Furksattel angekommen. Vor uns wieder das Plateau Rosa von der italienischen Seite und der Sessellift, wo wir zuvor waren. Und hier nochmal die traumhafte Aussicht auf das Ostertal. Und wenn ich mich nicht irre, müsste dort gleich am unterhalb von der Wolke, am linken Rand von der Wolke, diese Pyramide, der Mont Blanc sein.